Moin und herzlich willkommen. Auch Nachzügler haben bei Jesus eine Chance. So könnte die Überschrift lauten über das Evangelium dieses Sonntags. Jesus erscheint zum ersten Mal als der Auferstandene seinen Jüngern und Thomas ist nicht dabei. Und deshalb sagt er auch, also, ihr könnt mir ja erzählen, was ihr wollt. Wenn ich den Auferstandenen nicht selber sehe, und die Wundmale berühre, glaube ich nicht. Einige Tage später kommt es dann zu der Begegnung. Der Auferstandene tritt erneut in den Kreis der Jünger und Thomas ist dabei. Und Jesus sagt zu ihm, streck deine Hand aus und berühre die Male meiner Wunden. Und Thomas folgt vermutlich der Einladung und sagt schließlich, mein Herr und mein Gott. Die Wundmale, sie gehören zur Osterkerze und sie gehören zum Auferstandenen. Sie sind der Hinweis darauf, dass all das, was vorher aus Liebe geschehen ist, nicht weg ist. Das ist das, was bleibt. Die Wundmale sind Zeichen der Liebe, die Gott zu uns hat. Und diese Liebe wird zum Erkennungszeichen, immer wieder aufs Neue. Und von daher ist der Blick dorthin wichtig, auf diese Male der Wunden, auf all das, was aus Liebe geschehen ist, auch wenn es schmerzhaft war, weil es Leidenschaft war. Aber, und auch das ist wichtig, die Male der Wunden weisen immerhin auf das Licht der Osterkerze. Dieses Licht ist manchmal nur schwach, ja vielleicht auch teilweise gar nicht zu sehen. Aber dieses Licht ist da. Und es erinnert uns daran, dass auch wir bereit sein sollen, aus Leidenschaft zu Gott und auch aus Leidenschaft zu den Menschen uns zu verschenken. Ein Kind hat einmal gesagt, oh, ein Licht mit Nägeln. Die Nägel sehen wir, das Licht nicht. Wir sollten beides im Blick behalten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen weiterhin eine frohe österliche Zeit, die Freude des Auferstandenen und dazu ein Halleluja. Ihnen einen guten Sonntag, bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.